Also wir sind sehr freundlich empfangen worden, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Wir haben Abgeordnetenkollegen wieder getroffen, die wir schon in Potsdam begrüßen konnten. Und dort wurde damals vereinbart, dieses Treffen in München zu machen mit den drei Landtagsfraktionen, um uns besser kennenzulernen, um die Arbeit zu koordinieren, um uns auszutauschen und auch zu gucken, welche bundesweit relevanten Themen können wir gemeinsam angehen und wie können wir für unsere Bürger dort gemeinsam etwas erreichen. Auch wenn wir bei der Windkraft genau andere Positionen vertreten, eben keinen weiteren Windkraftausbau in Brandenburg, ist das in Bayern durchaus erwünscht. Aber am Ende geht es doch darum, wie können wir die Energiestrategie und die Energieversorgung insgesamt absichern.